alle, die naturverbunden auf Wald und Feld versessen, wird es als höchstes Glück empfunden, im Grünen was zu essen. Ein Picknick ist für viele Leute das Höchste. Und das auch noch heute. Der Mai ist wie in jedem Jahr, den Bauern zwar zum Segen, oft kühl und unberechenbar und droht sehr oft mit Regen. Und sind es meistens auch nur Schauer und nie ein Wolkenbruch, das Paulchen, doch ein wenig sauer, holt wieder raus das Tuch und freut sich auf den Quark mit Molke und andere leckere Sachen. Da kommt schon wieder eine Wolke, diesmal mit Blitz und Krachen. Verärgert schaut das Paulchen drein und packt den Krempel wieder ein. Das ist gar kein normaler Regen. Hat man das je erlebt? Die Wolke spendet ihren Segen, wenn Paul den Deckel hebt. Womit hat Paulchen nur erregt der bösen Wolke Zorn, dass sie mit Schauern ihn belegt, mal hinten und mal vorn. Jetzt aber scheint sie endlich fort, vielleicht auch abgeregnet. Und Paul geht zu einem anderen Ort, mit nass nicht so gesegnet. Doch nach ein paar Schritten setzt es schon die nächste kalte Dusche. Es gibt die Kanalisation im Schutz vor dieser Husche. Oh nein, einen Gullideckel sich als Schirm zu rauben, kann Wachtmeister Siegfried Meckel Paulchen nicht erlauben. Selbstverständlich geht das nicht, das sieht Paulchen ein. Denn die erste Bürgerpflicht heißt, gehorsam sein. Kaum legt er den Deckel nieder, regnet auch die Wolke wieder. Paulchen glaubt sich endlich sicher vor der Regentrude. Doch die Wolke mit Gekicher kroch ihm in die Bude, nahm den Weg durch den Kamin. Wie wir sehen, jagt sie ihn mit der Lampe in der Hand in den Schrank für das Gewand. So, da drin, bei Hemd und Socken, sitzt er vorläufig mal trocken. Denkst du dir, sie findet doch schwuppdiwupp das Schlüsselloch. Zwischen Winterschal und Mütze steht der Paul in einer Pfütze. Aber dann kommt ihm, juchhe, eine rettende Idee. Das wird ihn endlich retten. Beide eingesperrt und den Deckel noch mit Ketten sicher festgezerrt. Doch wohin nun mit dem Übel des verwünschten Wolkenkübel von der Brücke tief hinab, soll er fallen ins nasse Grab. Niemals öffne sich der Deckel. Aber Schutzmann Siegfried Meckel kann auch dieses nicht gestatten. Er befiehlt dem Paul, dem Platten, alle Ketten weggeschoben und den Deckel aufgehoben. Nichts scheint drinnen dem Behälter. Es wird nur ein wenig kälter. Meckel, der es nicht glauben mag, treffen Blitz und Donnerschlag. Paul?
Paul ist kurz vor dem Verzagen, doch das tut er nie. Einen Arzt wird er befragen, der Psychiatrie. Aber ach, auf Schritt und Tritt geht die Wolke heimlich mit. Klar ist für den Arzt der Fall, wenn es immer regnet, hat das Paulchen einen Knall. Das ist ihm oft begegnet. Doch es weiß der kluge Mann, Paule guten Rat. Glaubst du einfach nicht daran, findet es nicht statt. Der Herr Doktor meint, er spinnt, als es auf den Kopf ihm rennt. Doch bei Paulchen hat's gewirkt. Draußen scheint die liebe Sonne, was tief innerlich bewirkt, ein Gefühl der Wonne.